Assalamu alaikum, liebe Kinder. Heute erzähle ich euch die Geschichte von dem Propheten Hazrat Adam a.s. Allah, der Allmächtige, entsandte viele Propheten in diese Welt, um den Menschen von Allah, dem einzigen Gott, zu erzählen und seine Gebote zu überbringen. Der erste Prophet war Hazrat Adam a.s. Ihr fragt euch wahrscheinlich, was das a.s. am Ende des Namens bedeutet. Es bedeutet so viel wie Friede sei auf ihm, und das sagen wir, nachdem wir den Namen von jedem Propheten ausgesprochen haben. Nun, vor tausenden von Jahren erschuf Allah unsere Erde und ließ Wasser, Luft, Pflanzen und unzählige Sachen für alle Lebewesen dieser Welt entstehen. In vielen Millionen Jahren entwickelten sich die Erde und die Lebewesen immer weiter, und schließlich wurde der Mensch erschaffen. Anfangs lebten sie in Höhlen, alleine oder in kleinen Gruppen. Ihr Leben in der Wildnis war sehr hart und sehr, sehr schwer, denn sie mussten immer für Nahrung und Wasser auf die Suche gehen. Während sie also in der Wildnis nach Nahrung suchten, mussten sie sich auch vor wilden Tieren in Acht nehmen. Die Tiere, das Wetter, Krankheiten, all das war für die Menschen damals sehr gefährlich. Sie verstanden die Natur nicht und fürchteten sich sehr. Sie lebten in ständiger Angst vor Stürmen, vor der Dunkelheit und vor Raubtieren. Sie begriffen all diese Dinge nicht, deshalb fürchten sie sich vor diesen. Bis jetzt hatten sie auch noch nicht verstanden, dass sie sich in der Gemeinschaft gegenseitig schützen und helfen konnten. Allah jedoch hatte alles zum Wohl der Menschen erschaffen. Der Mensch musste nur lernen, es zu verstehen. Vor etwa 7000 Jahren war die Entwicklung der Menschen dann so weit, dass sie in größeren Gruppen zusammenleben und damit eine Gemeinschaft formen konnten. Allah entschied, dass die Menschen nun bereit waren, von ihm zu erfahren und wichtige Regeln für ein friedliches Leben von ihm zu lernen. Diese Regeln bestanden aus Geboten, also was sie tun sollten, und Verboten, also was sie nicht tun durften. Um den Menschen all das mitzuteilen, wählte Allah Hazrat Adam a.s. aus. Allah, der Allwissende, lehrte Hazrat Adam nicht nur, dass es einen Gott gibt, sondern auch, was alles für die damalige Zeit notwendig war. Zum Beispiel, wie man Hütten baut. So konnten die Menschen beispielsweise außerhalb der Höhlen eine feste Siedlung bauen. Hazrat Adam a.s. sollte den Menschen auch von den Eigenschaften Allahs erzählen und davon, wie sie ein gutes und erfolgreiches Zusammenleben schaffen konnten. Hazrat Adam a.s. war ein sehr gläubiger und frommer Mann. Er tat, was Allah ihm geboten hatte. Er erzählte seinen Mitmenschen von Allah, von seinen Eigenschaften und gab ihnen Wissen über die Natur. Er erzählte den Menschen auch, dass Allah sie für ihre guten Taten belohnen und für die schlechten Taten bestrafen würde. Mit diesem Wissen begannen die Menschen, an einem Platz zu bleiben, statt immer umherzuziehen und Nahrung zu suchen. Ihr Leben wurde dadurch viel einfacher. Sie hatten feste Hütten und eine Gemeinschaft, sie schützten sich gegenseitig und lebten in Frieden. Doch nicht alle Menschen waren bereit, diese Veränderungen anzunehmen. Sie waren hochmütig und rebellisch und wollten nicht Hazrat Adam a.s. gegenüber gehorsam sein. Obwohl es den Menschen besser ging, wollten sie ihr Leben nicht ändern. Sie erkannten Allahs Gnade nicht. Die glücklichen Menschen jedoch, die Allahs Willen erkannten und Hazrat Adam a.s. folgten, bildeten zusammen eine Gemeinde. Allah, der Allwissende, wählte für diese Gemeinde einen sehr schönen Ort mit Flüssen und Quellen und frischem und reinem Wasser aus. Dieser Ort liegt im heutigen Asien, ungefähr dort, wo das Land Irak ist. Dieser wunderschöne und friedliche Ort wurde ihr erstes Zuhause. Die Menschen lebten in Harmonie und gingen sehr liebevoll miteinander um. Hazrat Adam a.s. und seine Frau lebten mit den Anhängern im Paradies auf Erden, denn sie hatten keine Sorgen und lebten friedlich miteinander. Und das war so,
weil sie Regeln hatten, die Allah ihnen beigebracht hatte. Diese Regeln besagten beispielsweise, dass man Allah anbete, sich gegenseitig hilft, heiraten soll und niemanden töten darf. Und falls einer absichtlich die Regeln missachtet, so wurden auch Strafen festgelegt. So baute Hazrat Adam a.s. mit der Rechtleitung, also mit der Hilfe von Allah, die erste friedliche Gesellschaft auf. Allah warnte Hazrat Adam a.s. jedoch auch vor denjenigen, die böse waren, die Unfrieden stiften wollten, die den Streit liebten. Diese Menschen wünschten sich keinen Frieden für die kleine Gemeinde, sondern versuchten, die Menschen vom Glauben an Allah abzubringen. Sie waren neidisch auf das Leben, das Hazrat Adam a.s. und seine Gemeinschaft führten. Aber gleichzeitig wollten sie nicht die Regeln akzeptieren, die dort galten. Allah hatte Hazrat Adam a.s. ermahnt, sehr vorsichtig zu sein und von diesen Leuten fern zu bleiben. Er sollte keine Freundschaft mit diesen Menschen schließen und sie nicht in seine Gesellschaft aufnehmen. Denn dann würden sie die schöne Gesellschaft zerstören, die Hazrat Adam a.s. mit viel Mühe errichtet hatte. Da Hazrat Adam a.s. ein gottesfürchtiger Mensch war, nahm er sich fest vor, wie Allah es ihm befohlen hatte, von diesen Menschen fernzubleiben. Die bösen Menschen jedoch schmiedeten einen Plan, um in die Gemeinde reinzukommen. Sie boten Hazrat Adam a.s. einen Friedensvertrag. Wären jetzt gute Menschen. Manche Freunde von Hazrat Adam a.s. glaubten diesen Menschen und begannen Freundschaften mit ihnen zu schließen. Als die bösen Menschen in der Gemeinde aufgenommen wurden, begannen sie Unfrieden zu stiften. Sie hielten sich nicht an die Regeln. Sie suchten Streit und brachten andere dazu, ebenfalls zu streiten. Hazrat Adam a.s. war am Boden zerstört. Dass seine Anhänger einen Fehler gemacht hatten und er es nicht verhindern konnte, machte ihn sehr traurig. Hazrat Adam a.s. war für seine Gemeinde verantwortlich gewesen und hatte sie nicht vor den bösen Menschen beschützen können. Auch wenn es nicht seine Absicht war. Hazrat Adam a.s. warf sich nieder im Gebet und bat Allah aus tiefstem Herzen um Vergebung. Er sagte das Gebet: Unser Herr, wir haben wieder uns selbst gesündigt. Und wenn du uns nicht verzeihst und dich unser erbarmst, dann werden wir gewiss unter den Verlorenen sein. Allah, der Allverzeihende, der immer wieder verzeiht, vergab ihm. Hazrat Adam a.s. setzte seine Aufgaben fort und predigte weiter, was Allah ihm auch gelehrt hatte. Seine Anhänger begriffen ihren Fehler und bereuten auch. Sie gehorchten Hazrat Adam a.s., um weiterhin friedlich leben zu können. Diese frommen Diener wurden von Allah mit weiteren Fortschritten gesegnet. Allah, der Allwissende, gab Hazrat Adam a.s. die Kenntnis über verschiedene Kräuter, also welche giftig sind und welche Pflanzen eine heilende Wirkung haben. Die Natur war für die Menschen nicht mehr anstrengend, sondern eine Wohltat, denn nun fingen sie an, die Natur zu verstehen, genauso wie Allah es vorgesehen hatte. Hazrat Adam a.s. und seine Frau bekamen auch Kinder. Als Hazrat Adam a.s. alt wurde und verstarb, erwählte Allah seinen Sohn als einen Propheten. Auch er verbreitete Allahs Botschaft und bekam von Allah das Wissen über das Weben, also die Herstellung von bedeckender, schützender und wärmender Kleidung. Liebe Kinder, wenn wir Allah zu unserem Freund machen, dann wird sicherlich Allah zu unserem besten Freund. Und er wird uns immer in jeder Situation helfen und unterstützen.